Jawohl, ja, da sind wir wieder. Ich, Delika und der Mike Heus, guten Tag. Zu Secret of Mana. Und wir sind ein bisschen weitergegangen, so ein bisschen weitergegangen. Wir sind nämlich schon ein Stück weiter. Wir sind auf den Weihnachtsinseln. Das nächste Gebiet, wo man generell sehr gut grinden kann. Wo du grinden wirst, meinst du? Ja. Das war eine Frage. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ich werde wahrscheinlich dann, dann hier rumlungern, weil ich dieses Gebiet auch absolut genial finde. Die Musik hier in diesem Spiel, beziehungsweise die Musik in diesem Gebiet ist einfach hammerhart geil. Und ja. Also ich bin echt... Ich liebe dieses Gebiet. Ich bin allgemein ein riesengroßer Freund von Eisgebieten, wo man keine Eispuzzle hat. Ich glaube sogar, dass diese Viecher, dass ich hier dann offscreen sogar ein bisschen grinden werde für Equipment. Weil hier gab es meines Wissens nach Drop-Equipment. Aha. Ja, ich glaube, die Frostköter haben... Komm mir nicht mehr weg. Ich glaube, die Frostköter haben das gedroppt. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. War ein Waffenlevel oder was? Ach, ein normales Level. Apropos Waffenlevel, das wollte ich nochmal gucken. Effektiv gegen Schleim und Echsen. Okay. Ich war mir nicht mehr sicher, gegen was das effektiv war. Wo wollen wir jetzt hin? Wir müssen den guten Vesuvio retten. Richtig. Man weiß, es gibt... Normalerweise sagt die Story einen überhaupt nicht, wo man hier wo man hin muss. Aber sind wir gerade im Kreis gelaufen? Ja, weil wir runtergegangen sind. Ich dachte, das war Absicht. Ich dachte, weil du grinden wolltest, so einmal zeigen. Ach so. Ich dachte, das war Absicht von dir. Nee, ich dachte eigentlich, wir wollten jetzt weiter. Jetzt. Nee, die Sache ist. Wir wollten doch genau eigentlich nur dort das Level ab. Ne? Ja, 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 ja. Ist denn? Nein, gut, dass du mich hast. Normalerweise wird es hier nirgends irgendwo erwähnt. Doch, ich meine, in der Wüsten, im Wüstendorf gab es da diese eine Tussi da, die meint, oh, da oben auf dem Weihnachtsinsel hat so eine tropische Oase aufgemacht oder irgend so ein tropisches Dorf. Ja, ja, das kommt doch jetzt. Ja. Erstmal kommt jetzt Rudolf. Das Beste ist, du kannst jetzt schon... Ich bin so alleine, mein Herrchen ist verschwunden. Ja. Wahrscheinlich hat das Monster im Eispalast mein Herrchen aufgefressen. Geil ist, du kannst jetzt schon die Schätze abgreifen. Oh ja. Und zwar... einen Lanzenorb, da freue ich mich ganz doll. Ja, aber ist denn noch mehr? Oh. Noch einer? Echt? Ist das beabsichtigt so? Das weiß ich nicht, aber es war schon immer so. Interessant. Das ist interessant. Erzähl mir mehr davon. Cool story. Tell me more, bro. Das war hier, wie heißt der? Beckmann. Beckmann sagt das dann auch immer. Ja, 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 ja. Ganz schrecklich. Ich bin ganz ehrlich, ich kann Beckmann auf den Tod nicht ab. Naja, Lanz ist nicht viel besser, ne? Diese geheuchelte Einfühlsamkeit ist einfach grausam. Auch wenn er den Leuten immer dauernd ins Wort fällt. Ja, warte mal, was ist hier oben? Kanoni. Echt? Kanoni-Reisebüro, ja. Krass, dass ich das alles noch weiß. Ja, das ist echt erstaunlich, weil ich hab's zum Beispiel jetzt nicht gewusst. Oh nein! Oh nein! Einer der wenigen Gegnertypen im Spiel, wo man sich dann sagt, ich will nicht mehr. Komm einfach weg da. Ich habe gehört, wir wollen dann noch irgendwann, wenn dieses Projekt mal zu Ende ist, Second Set zu 3 machen. Weiß ich nichts von. Noch nicht. Aha. Das hatten wir doch vor dem Projekt hier durchgesprochen gehabt. Waren wir runter oder waren wir hoch? Das muss ich im Suff erzählt haben. Oh nein, anders hältst du mich doch nicht aus. Doch, doch. Jetzt ist easy. Oh Gott. Heilen. Sofort heilen.
Ja. Bosskampf. Das letzte Mal hieß es die Killer Ananas. Dieses Mal heißt es Club Tropicalo. Und ich werde das jetzt wirklich, machen. Das ist, ich lasse diesen Witz jetzt laufen, weil das letzte Mal habe ich geschrieben, hallo, beziehungsweise irgendwas mit Tropicalo. Und jetzt werde ich definitiv schreiben, Killer Ananas Ahoi. Mann, du bist ja so witzig. Ja, mein Gott, was willst du machen? 143, das ist schön. Schöner Schaden. Ich weiß zum Beispiel, dass ich bei diesem Boss damals als kleines Kind, wo ich das erste Mal hier war, erstaunlichermaßen ein Problem hatte. Mhm. Ja, ich weiß nicht wieso. Ich weiß nur, dass ich ein Problem mit dem hatte. Mhm. Hat nicht viel Leben, ist genau das gleiche Problem, ist sogar, ist sogar noch einfacher als der, als sein Original. Und ja, hier fängt das übrigens auch an mit, das war's schon. War's das schon? Nee. Nein, er ist nicht explodiert. Ich meine, hier fängt es auch schon an mit dem Boss-Sprite Recycling. Das hatten wir schon bei dem einen Frostriesen, oder? Der Frostriese ist noch gar nicht gekommen. Oh. Warum zum Teufel treffe ich ihn jetzt nicht? Das ist aber einer der wenigen Bosse, wo man halt wirklich mal keine Magie braucht. Ja. Nicht zuletzt, weil er nur gegen Feuer anfällig ist. Nein. Haha. Ach. Resisted. Was? Wieso heilt der sich? Der guckt aber nett. Ja. Und ja. Und der kriegt wieder den Kürbis ab. Ja, ja. Erinnerst du dich noch vom... Ja, ja. Immer ich. Sehr schön. Als ob ich das vergessen würde. Warum laufe ich die ganze Zeit in den Rhein? Das weiß ich nicht. Ich habe gedacht, du könntest mir das vielleicht beantworten. Das Ding ist tot. Na komm. Nein, nein, nein! Skill! Gleich rennst du wieder rein. Ja, ich weiß. Warum treffe ich den nur für 48 bei einer Dreieraufladung? Das war mein Schaden. Deiner hat verfehlt. Geht doch. Ja. Komischerweise ist es immer so, dass der sich dann, wenn er kaputt geht, nochmal nochmal einbuddelt. Das hatten wir auch bei der anderen Ananas auch gehabt. Mhm. Ach Gott, ist das lange her. Oh ja. Es kommt mir so vor, als ob es vor 10 Parts gewesen wäre, was ja auch der Fall war. Echt? So kurz erst? Ja, also wir sind jetzt hier bei Part 17, meine ich. 17, 16, 17, 18, keine Ahnung. Oh nein! Oh Gott. Hey, könnt ihr mir mal gerade helfen? Es dauert auch nicht lange, ich muss mal aufs Klo. Ihr müsst nur auf den Ofen aufpassen, dass der immer schön geschlossen bleibt, okay? Den kennen wir doch irgendwo her. Da kloppet. Hä? Boah, mach halt auf. Ja, komm. Was war denn das? Soll ich mal aufmachen? Ja, aber sowas von. Nee, nee, lieber nicht. Hallo. Endlich! Ich bin Vesuvio, der Patron des Feuers. Unglaublich! Diese Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Naja. Ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. Vesuvio schließt sich an. Ich will Nocturne. Aha. Ihr Trottel. Habt ihr diese Kinder nicht erkannt? Genau.
Jetzt ist Vesuvio weg. Aus der Traum. Hä? Der Manasam aus dem Feuerpalast? Wovon redet ihr? Fragt doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Klappe! Kommt, Jungs, wir gehen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass dieses, dass der Boss nicht eine Frau ist. Hä? Der Boss soll eine Frau sein. Echt, ohne Scheiß. Der Boss von den Kerlen soll eine Frau sein. Mhm. Sieht aber aus wie ein Kerl. Mhm. In Strapsen. Ja. Was denn? Nichts. Das war nur eine Feststellung. Diese kleinen Viecher, diese kleinen Wolken so ganz nebenbei. Du kannst auch, wenn du willst, ein bisschen mit dem Feuerzauber rumhantieren, weil wir bräuchten Feuerzauber 1 oder 2. Ich will die aber gar nicht umhauen. Ich will jetzt hier weiter. Ach, du bist... Wir brauchen aber für das nächste Gebiet... Oh nein, ich ahne, worauf das hinausläuft. Was denn? Ahne ich richtig, dass ich dann gleich erstmal, dass wir gleich mal wieder Feierabend machen und ich dann wieder grinden darf? Wie viele Minuten haben wir denn noch in dieser Folge? 9. Ja, dann machen wir jetzt noch den Eispalast. Okay, dann machen wir den noch. Den Eispalast, so ein Quatsch, den Feuerpalast. Mein Gott, was erzähl ich denn hier? Nee, wir müssen, erst den Eispalast machen. Was ist denn für ein Eispalast? Was ist denn der Eispalast? Da, wo der Frostgigast drin ist. Ja, aber der ist doch in der... Nee, da ist der Minotaurus. Ja, wo müssen wir denn dann hin? Dann weiß ich jetzt gerade. Hier nach Norden irgendwo, ne? Ich meine, wir müssen sogar auf dem anderen Screen in die andere Richtung. Ach echt? Ja, ja, dann klinge ich mich mal ganz kurz aus. Dann lasse ich dich mal laufen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann lasse ich dich mal kurz laufen. Weil du weißt ja, was der Rudolf da gesagt hatte. Ja, meine, ja, aber ich dachte, das hier, nee, da waren wir gerade. Hier waren wir gerade, ja. Entweder müssen wir hier unten lang. Nee, dann müssen wir noch mal einen nach. Stopp, ich häng. Stopp, die Alte hängt. Ja. Ich geh nochmal im. Ja. Dann müssen wir so. Oder wir müssen oben von der, vom Dorf aus. Ich guck mal, ob wir vom Dorf aus können. Alles klar. Ja. Eieieiei. Jetzt schreibt mich hier auch noch jemand im Skype an. Wenn ich aus dem Spiel raustappe, geht das weiter, ne? Natürlich. Okay, ja. So, so. Ich glaube, hier oben müssten wir irgendwo durchkommen können. Keine Sorge, in den Häusern ist nichts. Das ist schön. Warte, ist hier... Habe ich mich jetzt gerade total geirrt? Nein. Hier oben geht's weiter. Ah ja, der Lanzen-Cooper. Ich hasse diese... Beziehungsweise, meiner Meinung nach sind die Coopers die Schildkröten... Oh, Waffenlevel gestiegen. Sind die Schildkröten die schlimmsten Gegner nach den Enten? Ich finde, die Enten sind wirklich die schlimmsten von allen. So, dann kann ich euch gleich auch mal die neuen Zaubersprüche zeigen. Vesuvio. Auf gut Deutsch, wir brauchen mindestens Level 1 für das nächste Gebiet. Andererseits, der Schaden ist schon mal ganz gut. So, ich glaube, hier oben war es irgendwo. Beifuß, Frostköter. Andererseits sind wir auch... Bist du überhaupt noch da? Ja, natürlich bin ich noch da. Wunderbar, ich hasse es nämlich, stille Monologe zu führen. Bis warum da... machst du nochmal Let's Plays? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Nur, es war eine ernst gemeinte Frage. Ja, auch wieder wahr. Aber die Sache ist, ich hasse es, stille Monologe zu führen, wenn... Obwohl du denkst, du wärst zu zweit. Richtig. Ich kann dich auch einfach alleine lassen und mal kurz auf die Toilette chillen, wenn dir das lieber ist. Ich sehe einfach mal, dass wir mal unsere Dörte heilen müssen. Sollten. Ja. Kannst jetzt ja was durchdrücken. Du bist fies. Ist die arme... Bug? Also das war ein nice Bug. Da sieht man mal wieder, das sind solche Situationen, wo man das Spiel total ausglitschen kann. Komm doch da weg hier, ich mag das nicht. Ah, okay. Ja, hier geht's lang, hier geht's in den Tempel rein. Oder zum Kater, das ist nicht gut.
Das guck ist mal, jetzt nicht gut. Ist irgendwas Interessantes für uns? Nein, alles, was wir schon haben. Ja. Bis dann. Aber weißt du was? Ich mach das tatsächlich mal. Was? Ja, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber dann geh, klingt dich mal aus. Monolog. Dann klingt dich mal aus. Ja. So. Ja, da ist er. Auf der Toilette, der Alte. Ich hab Lust. Naja, was willst du machen? Ja, ehrlich gesagt, ich weiß, ich hab dieses Gebiet schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich werde ja auch definitiv noch grinden. Und das nicht zu wenig. Obwohl ich hier eigentlich so ein bisschen Magie aufwerten könnte. Wir haben ja genügend Walnüsse und ich möchte, also weil ich ein Schisser bin, beim nächsten Gegner mindestens Level 1 von meinen Sprüchen hier haben. Andererseits Bum, bum, bum. Warum nicht? Es funktioniert doch alles wunderbar gerade. Ja, die Wolken kann man übrigens nicht mit normalen Standardangriffen kaputt hauen, weil es nicht geht. Lebenswasser ist zu viel. Ach. Wie gerne würde ich jetzt einen Berti haben, mit dem ich dann meine, wo ich dann da meine Lanzen aufskillen könnte. Wie gerne. Aber nein, das geht natürlich nicht. Warum zum Teufel treffe ich nicht? Ich treffe nicht. Ich hasse diese Köter. Nee. Au. Geht doch. Hier hoch müssen wir. Kommt schon. Komm doch. Oh Gott. Da bin ich wieder. Da ist er wieder, hat er gehört. Das ist gut. Warum kann ich mich nicht mehr ins Spiel einklinken? Weil ich gerade im Menü drin war. Nee, das geht nicht. Ah, du musst erst wieder reintappen. Ja, hatte ich, aber es ging irgendwie nicht. Ich war gerade so bei so ein bisschen die Dingenskirchen hoch. Da ist er doch. Oh Gott. Oh nein, schnell herein. Erinnerst du dich? Nein. Woran? Ah. Das sieht aus wie Hexeturas Ding. Ja. Ich mag den Eispalast nicht. Alter! Erstmal bringen wir dafür einen Koopa um. Nee, bitte nicht. Ich will jetzt hier nur schnell durch. Mäh. Bratze doch einfach weg! Ich brate sie jetzt einfach weg. Nein, das Mana, die hat kein Mana mehr. Wir haben vier Walnüsse. Ist egal. Lass doch einfach. Dann heilt sie. Man muss das Geld ja nicht verschwenden. Wir rennen jetzt einfach an denen vorbei. So. Dann heil doch wenigstens mal. Ja, heil ich, komm. Ja, komm, heil doch mal. Ja. Ah, die Musik ist aber gut. Das muss man so sagen. Ja, die ist total irre. Mach ich mal lauter. So. Besser? Jawohl. Ich hasse diese Schildkröten. Wie gesagt, meine persönlichen Hassgegner nach den Enten. Die Enten waren meiner Meinung nach... Oh Gott. Nein! Geh durch die Tür. Geh bitte durch die Tür. Ja. Hier kann man übrigens gut grinden. Ja, aber nicht bei den Kackviechern. Auch wieder wahr. Da laufe ich auch noch rein. Ja, typisch. Mach sie doch kaputt! Ich kann nichts machen! Du kannst doch auf den anderen wechseln und Feuermagie reinschmeißen. Wir brauchen eh für den Boss mindestens Feuermagie 1. Oh, da war ja was. Sie kriegt ja auch Feuermagie. Offensivmagie, so rum. Mhm. Ich finde das schön, dass sie mich hier so eiskalt festnageln. Ach.
Also von effektiv gegenüber Schleim sehe ich nichts. Du triffst es halt überhaupt. Ha? Aber weißt du, was ich gehört habe? Nee. Dass wir diesen Lanzenkupfer jetzt noch fertig machen und dann bis in die nächste, unsere Zuschauer bis in die nächste Folge vertrösten. Ja, tröste mal. Erstmal töten. Oder so. Nee. So. Tröste, erzähl doch, mach doch mal den Abspann hier. Ja. Derzeit renne ich hier einfach weiter, so weit es geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Secret of Mana. Tschüss. Tschüss.